Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, ich habe schon mal ein paar blaue Pikmin gefarmt, da wir die jetzt bald brauchen werden. Denn wir wollen den letzten Schatz aus dieser schönen Welt holen. Und ja, bitte steuern, ja. Ich war gerade etwas konfus, weil mein Monitor ist nämlich Schrott gegangen. Das heißt, Gott sei Dank hat die Wii U ein Gamepad, wo man auch die das aktuelle Spielgeschehen verfolgen kann. Das heißt, mein Monitor ist jetzt aktuell sozusagen mein PC. Mein Fernseher. Logisch, oder Leute? Und mein Fernseher ist jetzt praktisch mein Wii U Gamepad. Ja, Leute, das soll sein. Ihr kennt, ich glaube, manche von euch wissen sogar, wie groß das Wii U Gamepad ist. Ihr wisst meine Qualen, glaube ich. Ihr kennt, glaube ich, meine Qualen. So, die wollen wir jetzt aufsplitten. Wir nehmen ungefähr die Hälfte. Ja, und die andere Hälfte soll bitte mit Louis gehen. Ja. Denn es ist hier sehr wichtig, dass wir hier 15 hochkriegen. Und wir haben 15, das heißt, es ist erstmal kein Problem für uns. Schmeißen wir hier die hoch, genau. Und jetzt nehmen wir wieder ein, zwei runter. Genau. Warte, wir haben 24. Das heißt, wir brauchen... Ach, wir brauchen immer 15. Das heißt, behalten wir 15. Dann können wir hier ohne Probleme hochkommen. Sehr gut. Erstmal hier hochschmeißen. Sicher gehen, dass wir 15 haben, weil 15 brauchen wir, um den Federball abzutransportieren. Gute Sache. Gehen wir mit denen runter. Hier hoch. Und... Der schmeißt die jetzt wieder hier drauf. Weil dann werden wir da auf der anderen Seite hochtransportiert und können so unseren Federball-Kinder leicht einsacken. Bitte, 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 bitte. Und? Waren es 15? Ach komm, das waren doch 15. Leute, das waren 15. Da kann mich keiner... Mann! Müssen wir jetzt ernsthaft nochmal... Och Mann. Ja gut, dann eben nochmal. Ist jetzt auch nicht allzu schlimm, Leute. Erstmal alle hier. So, okay, zwei hätten wir noch gebraucht. Ja gut. Die zwei machen es jetzt wahrscheinlich aus. Wir halten uns ewig an diesen zwei hier noch auf. Aber naja. Komm, und jetzt holt den wahrscheinlich letzten Schatz aus den Quellen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das hier heißt. Mal schauen, vielleicht steht sie ja. Ja genau, Wald des Erwachens. Gut. Können wir die vielleicht noch irgendwie supporten? Ja, komm, ihr kommt hier runter und dann können wir euch hier ein paar dazugeben, oder? Ja, passt doch. 25 ist doch schon mal eine stattliche Menge. Machen wir diese Brücke hier auch nochmal, auch wenn ich glaube, dass wir dieses Level hier nach nie wieder betreten werden. Ach egal, müsst ihr doch nicht machen. Gehen wir wieder zurück zur Rakete. Ja, das ist der letzte Schatz, das heißt, wir werden diesen Part wahrscheinlich abschließen. Also, dieses Gebiet jetzt. Wir sind leider noch nicht ganz fertig. Was heißt leider? Wir sind noch nicht ganz fertig mit Pikmin 2. Es kommen noch andere Gebiete, aber dann haben wir dieses Gebiet schon mal komplett abgeschlossen. Das lässt sich doch super auf den Mund zergehen. Komplett abgeschlossen. Jawohl, Leute. Kann man hier noch irgendwie farmen oder gibt es hier Blumen oder so? Ich weiß es nicht, Leute. Aber hier sehe ich auf jeden Fall erstmal nichts. Es ist total komisches Gefühl, wenn man jetzt dauernd auf diesen kleinen Gamepad-Monitor schauen muss. Es ist einfach nur... Es ist komisch! Man hat normalerweise so einen richtig geil großen Fernseher. Ich glaube, das sind 50 Zoll fast. Ja, 50 Zoll. Und jetzt muss ich auf so ein kleines 5-Zoll-Gamepad schauen. Oder 9 Zoll oder was es auch hat. Es ist einfach nur komisch, Leute. Da kann man echt nichts anderes sagen, aber ja, mein Monitor muss ja auch unbedingt Schrott gehen. Und ich brauche ja auch ein neues Material für euch. Das heißt, zum Glück habe ich Knack schon fertig aufgenommen. Weil hier kann ich nämlich nur Wii U-Spiele spielen. Beziehungsweise die alten Wii-Spiele. Das heißt, ich werde auch ein neues Projekt anfangen. Wo ich dann, ja, auch von der Wii. Als sozusagen Lückenfüller, bis dann Splatoon raus ist. Und danach kommt ja... Lego Jurassic World. Wer das Infovideo dazu noch nicht gesehen hat, schaut unbedingt rein. Ich denke, das ist eigentlich recht witzig. Ja, und wir haben den letzten Schatz dieser Welt in unseren Händen. Ein Jahresgehalt. Luftbremse. Und? Jawohl.
Wir haben hier echt alles gefunden. Dann will ich mal schauen, ob man hier noch irgendwie was einkassieren kann, um unsere Pikmin aufzuforsten. Aber ich denke nicht. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Tag doch zum Sonnenuntergang. Jawohl. Leute, es ist immer wieder cool. Und wir starten wieder in die Luft. Wir haben erst 5 Minuten rum schon einen Schatz gefunden, ja. Wir haben dein Wald des Erwachens jetzt abgeschlossen. Das ist doch eine gute Sache, um durchzustarten. Tagesbericht. Luftbremse gefunden. Leider nur ein Schatz, aber naja, was soll's. Wir konnten hier ja auch nur einen Schatz finden. Und die blauen Pikmin aufgeforstet, weil die braucht man in diesem Bereich natürlich auch. Jawohl. Insgesamt haben wir, hier, lass mal kurz rechnen, 24 Pikmin dazu bekommen. Schon eine gute Menge dafür, dass der Part so kurz war bis jetzt. Heute habe ich versucht, ein kleines Baumhaus zu errichten. Das erinnerte mich an meine Jugend, als ich noch in einem Schuppen hauste. Och, der arme kleine Professor. Oder Direktor, stimmt, Direktor. Speichern wir doch gleich mal ab. Weil das war ein guter Fortschritt, den wir jetzt geleistet haben. Und ja, Leute, Wald des Erwachens ist komplett abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir zum friedvollen Tal über. Das friedvolle Tal. Ich kann mich daran erinnern, dass das eins der schwersten hier war. Deswegen friedvoll ist hier nicht ganz so passend, Leute. Naja, schauen wir doch mal gleich rein. Friedvolles Tal. Hier kann man auf jeden Fall ordentlich was einsacken. Das heißt, schnappen wir uns erstmal von jeder Pikmin-Sorte etwas. Hier holen wir uns 30. Von den gelben nehmen wir 20 mit, von den blauen 20. Von den blauen nehmen wir auch 20 mit. Und ja, da müssen wir wohl noch ein paar rote mit einpacken. Die blauen haben wir noch ziemlich wenig, das heißt hier am Anfang bitte noch die blauen. Was für die blauen holen, wenn es irgendwo hier was gibt. Bitteschön. Genau. Ja, da haben sie auch schon was. Ach, die machen das schon automatisch. Ey, die blauen waren mal tüchtig. Die haben schon gleich ein paar Sachen einkassiert. Aber Leute, ihr solltet es doch nicht ohne meine Erlaubnis machen. Also wirklich, da handelt ihr einfach so auf eigene Faust hinaus. Was, wenn euch was passiert? Leute, wer haftet dann für euch? Es ist eine Katastrophe, Leute. Also diese Rechtsgespräche muss ich mit denen eindeutig nochmal durchgehen. Aber der Rest passt, denke ich. Gut. Müssen wir anscheinend ein paar blaue pflücken oder einen. Ja gut, ein paar. Einer. Hm. Hat schon eine kleine Ähnlichkeit, denke ich, oder? Ja gut, hier hinten müssen wir auf jeden Fall die roten. Ja gut, dann haben wir eben hier die roten. Nee, die gelben. Und hier die roten. Ja gut, wenn ihr das unbedingt zu den blauen transportieren wollt, dann macht das eben. Und wir kassieren hier auch nochmal ordentlich ab. Auf dem kleinen Gamepad zu zielen, das ist schon eine komische Sache. Aber den transportiert ihr bitte auch mal ab. Und hier bitte die lilanen, genau. Jetzt gibt's Sturmalarm. Nein, nein. Jawohl. Aber er hat fünf. Er hat ernsthaft 5 Leben auf dem Gewissen. Leute, nicht euer Ernst. 5 Leben. Es ist eine Katastrophe. Ich meine, stellt euch das vor. 5 Leben sind gerade einfach so dahingeschieden, nur weil ich so unaufmerksam war. Es ist eine Schande, wirklich. Okay, den haben wir abgeschlossen. Hier können wir bestimmt Wasser ablassen. Das heißt, nicht Wasser lassen, Wasser ablassen. Ja gut, ungefähr ist es dasselbe. Hier können wir bestimmt irgendwo das Wasser abfließen lassen. Ja gut, öffnet ihr zuerst mal das hier. Haben wir Motivierspray? Ich glaube nicht. Och, schade. Dann bleibt Olimam bitte bei denen, genau. Und ich bin zurück zu Louis gegangen. Ich schau mal, was die anderen Pikmin hier so treiben.
Weil nicht, dass die hier faul auf der Matte liegen. Geht ja mal gar nicht. Jupp, und die liegen faul auf der Matte, wie ich es befürchtet hatte. Leute, ihr seid so unproduktiv wie ein Haufen Kacke im Klo. Ja gut, der ist auch produktiv. Ich meine, der fließt wenigstens irgendwann. Badambum. Ja gut, hier. Die Gelben. Haben wir was für die Gelben getan? Ich meine, die sind zwar schon gut bestückt, aber gute Bestückung geht immer noch besser. Zum Glück ist hier auch wirklich nur Nektar. Ja gut, und die kleinen Dinger hier. Alle bitte killen. Jawohl. Oben auch bitte. Na gut. Kann man die abtransportieren? Wäre cool. Aber erstmal, ja gut, ein paar sind schon zu Blütenpicken geworden. Aber der Großteil leider noch nicht. Können wir echt abtransportieren? Was gibt es eigentlich? Geben die viel oder geben die eigentlich fast gar nichts? Das ist hier die Frage, Leute. Und da hinten sind noch welche, ich weiß es. Schauen wir mal, was die hier so machen. Ja gut, die können da eigentlich etwas schneller machen, aber na gut, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Stressen hilft dir auch wenig. Oh, das sehen meine Augen noch gerne. Kommt die Blauen, die Blauen, die Blauen. Jawohl. Und es ist sogar wirklich für die Blauen. Oh Mann, da habe ich heute wirklich mal Glück gehabt. Komm. Ja, trag's wenigstens erstmal runter. Dann können wir die Blauen ja unten das zuordnen lassen. Kommt. Und jetzt die Blauen bitte. Danke. So, wir haben 6 Blau. Das heißt, wenn wir exakt 4 Rote noch dazu werfen, dann zählt es immer noch für die Blauen. Jo, zählt so auch immer noch für die Blauen. Gute Sache. Wäre es jetzt bei den Roten reingegangen, ich wäre ausgerastet. Leute, habt ihr es geschafft? Jo, ihr habt es tatsächlich geschafft. Und schon, ja, hier kann man das Wasser ablassen. Habe ich es doch gewusst, Leute. Aber wenn wir uns ein paar Blaue mehr holen würden, wäre das bestimmt vorteilhaft. Das heißt, 1, 2 Rote bitte zurück. Ja gut, 30 Rote. Passt. Und Blaue bitte her. Ah, wir haben 6. Die müssen erstmal zurückgehen. Genau. Sind sie zurück und wir können uns Blaue gönnen. Gut, sie haben es geschafft. Und das Wasser kann abfließen. Jetzt können wir aber mal ordentlich Wasser lassen. Gut, gesellen wir uns auch gleich mal zu ihnen. Und schauen, was da hinten noch so geht. Weil das kann eigentlich das Einzige gewesen sein, dass man da nur Wasser ablässt und dann... Jo, sie haben alles erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Sie kriegen jetzt einen Keks und können die nicht vorhandenen runden Ecken abbeißen. Kommt bitte alle mal her. Jawohl. Hier gibt's nichts allzu Großartiges zu klären. Genau. Nehmen wir uns erstmal wieder die blauen Pikmin. Und ja, hier gibt's die gefräßigen Kaulquappen. Die auch gleich angerannt kommen. Logisch. Kommt. Erledigt sie. Alles kein Problem für uns. Und ja, da oben ist ein Feuerding. Och Mann, warum müsst ihr mir alles so schwer machen, Leute? Warum ich die Banane komme? Ich wette, der attackiert mich jetzt gleich. Nee. Och, da war der aber mal großzügig. Ja gut, wir können hier hochlaufen. Och nee, das sieht aber mal gar nicht gut aus. Leute, das sieht aber mal echt gar nicht gut aus. Wir sind resistent. Das heißt, wir müssen den Rest auch zu uns ordern. Gut. Nicht brennen, nicht brennen. Da fackelt ihr nicht lange, Leute. Ihr werdet eiskalt aus der Welt geschafft, wenn ihr fackelt. Nein, Leute. Wie soll ich hier rüberkommen mit anderen? Es ist unglaublich. Kann ich die ablenken? Komm, dann macht ihr das mal so lange und ich lenke die ab. Jawohl. Ey, wenn es so gut klappt, dann machen wir das doch gleich. Jawohl, wir sind natürlich feuerresistent, das heißt, juckt uns nicht. Juckt mir nicht. Scheint echt so zu funktionieren. Leute, es ist grandios. Und wenn wir den noch killen, das wäre grandios. Der kann uns auch nichts anhaben. Leute, ich glaube, wir haben sozusagen gescheitert. Auf jeden Fall haben wir uns das Leben stark erleichtert. Sowas sollte es doch auch in echt geben. Einfach die Probleme so aus dem Weg räumen zu können. Jawohl. Und bitte der Rest auch alle herkommen. Jawohl, alle herkommen.
Und hier gibt es zum Glück auch so ein Einfanggitter für alle. Erstmal die roten. Jawohl, die roten und vorwärts. Ach nee, wir haben auch andere geworfen. Mama mehr, Mama mehr, Mama mehr, Mama mehr. Regel das! Schnell! Komm bitte, bitte, bitte! Oh, da fackeln die nicht lange. Die werden eiskalt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Och nee. Hat er jetzt ernsthaft welche getroffen? Wie viel hat er getroffen? Der kleine Wicht. Okay, hier in die Ecke. Geht ihm mal. Und wir schlagen den. Jawohl. Der sprüht Wasser. Wasser kann uns aktuell noch schaden. Das ist aber schade. Ja gut. Auf geht's, Leute. Ihr könnt mir ziemlich wenig. Oder du kannst mir ziemlich wenig. Weil das ist ja leider nur einer. Doch, Mann. Könnte ich auch gerne viele auf einmal erledigen. Wir haben wirklich keinen. Das wäre keine Sache. Komm. Die Weißen können das jetzt mal erledigen. Bäm. Bäm. Okay, das sind jetzt wenige Weiße. Ich glaube, ich hätte mehr mitnehmen sollen. Aber gut, kann man ja später noch irgendwann lernen. Okay, den muss ich jetzt erledigen. Das ist klar. Leute, so viel ist klar. Den muss ich jetzt erledigen. Ja, komm mal runter auf den Boden der Tatsachen, Leute. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Der will mich mobben. Da oben ist die Krone. Die Krone werden wir irgendwann auf jeden Fall für uns gewinnen. Ist doch logisch. Aber so lange stellen wir uns dem erstmal in den Weg und sagen, ja, hallo, hier bin ich. Gute Sache. Können wir den jetzt irgendwie schon attackieren, oder ist der immer noch unantastbar? Nein, jetzt können wir den, jawohl. Jetzt kriegst du auf die Glocke, du kleiner Mann. Jawohl, alle Mann. Gute Sache, Jungs. Jungs und Mädels, gute Sache. Und ein neuer Dungeon. Schon wieder eine Höhle entdeckt. Es hat sich bezahlt gemacht, auch die entferntesten Winkel zu erkunden. Zwar sind sie sicher schon durch den langen Fußmarsch ermüdet, aber nur ein Sprung trennt sie jetzt noch von den Schätzen. Ja, mal schauen, was wir hier so benötigen. Wir benötigen alles. Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mia mia mia. Ja gut, holen wir uns erstmal wieder die Grünen zurück. Oder warten wir mal, wo sind die? Da vorne sind ein paar. Gut, dann holen wir erstmal die Weißen wieder. Grünen. Was für Grünen, bitteschön. Ja gut, hier waren ein paar. Und wo ist der Rest? Da vorne hängt der Rest. Ja gut, 88 Pikmin. Wollen wir es wagen? Ich glaube, das ist echt schon fast ein Selbstmordkommando. Aber ich würde sagen, Leute, im nächsten Part werden wir uns an diesen Dungeon warten. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, schaltet im nächsten Part wieder ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns, Leute. See you, Leute. Euer Feuerstachel. Und ciao.